Wie war es in Budapest? Lehrreich, aber ich muss zugeben, dass Professor Boxos Ansichten eher beunruhigend sind. Das ist alarmierend. Ich hoffe, dass ihr dennoch vorhabt, auf dem geplanten Weg weiterzumachen. Seid versichert. Ich habe auch mit Professor Krüger gesprochen. Er geht das Problem sehr rational an. Ich habe jetzt genügend Material, um einen Bericht zu schreiben. Heute Abend fange ich an. Ihr seid sehr engagiert, aber versucht euch anschließend etwas zu erholen. Wenn euch Wladowiste gefällt, bleibt doch einfach eine Weile dort. Geht spazieren, betet, genießt die Ruhe. Ich ziehe mich 2 Wochen lang in ein kleines Kloster nach Abruzzo zurück. Wir sehen uns, wenn ich wieder in Rom bin. Auf Wiederhören, Eminenz. Lebt wohl, Arno. Ich habe lang gearbeitet, beendete meinen Bericht und ging zu Bett. Es war eine schwüle Nacht. Arno! Arno! Eine weitere bewegte Nacht. Ich habe nun schon zum 3. Mal von Maria geträumt. Ich fühle mich von ihr angezogen. Das ist offensichtlich. Herr, bewahre mich vor der Versuchung. Oh! Das Medaillon. Ich sah es in einem Traum. Vater, ich muss euch sprechen. Was ist los, Osana? Herr Luca hat mich gebeten, ihn früh zu wecken. Er wollte in die Türkei aufbrechen. In die Türkei! Stellt euch das vor. Also habe ich heute Morgen an seine Tür geklopft. Aber er hat nicht geantwortet. Er hat den Riegel vorgeschoben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist beunruhigend. Vielleicht ist er krank. Soll ich die Tür aufbrechen? Wartet noch, bevor ihr die teure Tür aufbrecht. Vielleicht ist er krank, aber vielleicht hat er auch nur einen festen Schlaf. Ihm schmeckt der Pflaumenschnaps manchmal zu gut. Aber wir müssen sicher gehen, dass es ihm gut geht. Am besten wäre es, wenn ihr in Herrn Lukas Zimmer gelangen könntet, ohne die Tür aufzubrechen, Vater. Am besten wäre es, wenn ihr in Herrn Lukas Zimmer gelangen könntet, ohne die Tür aufzubrechen, Vater. Das ist im Moment nutzlos. Osana will nicht, dass jemand die Tür aufbricht. Ich würde den Schrank gerne verschieben. Dieses Möbelstück ist besonders schwer. Ich kann es auf keinen Fall bewegen.
aus nächster Nähe erschossen. Stefans Medaillon. Und er hat wirklich geglaubt, dass es ihn beschützen würde. Es riecht nach Apotheke. Tod. Aus nächster Nähe erschossen. Über das alte Gemälde wurde ein neues gehängt. Gloria patri et filio et spiritui sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Inspektor Bruta. Der Journalist Stefan Luca wurde in seinem Zimmer im Gasthaus in Vladoviste ermordet. Ermordet? Seid ihr sicher? Erschossen. Ohne Zweifel. Das ist bedauerlich. Ich kann niemanden schicken. Es gibt einen Aufruhr in Alba Lula. Ihr könnt wirklich nicht kommen? Unmöglich. Die Situation hier ist ernst. Wir befürchten Aufstände und ich brauche alle meine Männer. Und was soll ich tun? Könnt ihr einen Arzt benachrichtigen? Ja, Dr. Maria Florescu. Sie soll die Leiche untersuchen und uns den Bericht schicken. Wir werden schnellstmöglich eine Untersuchung einleiten. Maria untersuchte die Leiche. Sie glaubte, dass der Tod zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens eingetreten war. Stefan Luca wurde in seinem Bett betäubt, auf den Boden gezerrt und aus nächster Nähe erschossen. Ich muss zugeben, dass eine dunkle Macht am Werk ist. Nach Martha wurde auch Stefan getötet, damit er dem Pfad des Drachen nicht folgt. Hätte ich ihn nur ernst genommen, hätte ich ihm nur geholfen, er könnte noch leben. Mein Gott, kann ich nach Rom zurückkehren, als wäre nichts geschehen? Kann ich den Mörder frei herumlaufen lassen? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Da die Polizei nichts tut, muss ich die Mission fortsetzen, die Martha und Stefan begonnen haben. Ich werde dem Pfad folgen, wo auch immer er mich hinführen mag. Und mit Gottes Hilfe werde ich dem begegnen, was mich am Ende der Reise erwartet. Gloria patri et filio et spiritui sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Das muss Janos Peckmesters Zimmer sein. Es riecht nach Tabak. Mein Zimmernachbar ist ein starker Raucher. Hm.
Was für ein Unheil, Vater! Dieser Journalist, der in meinem Gasthaus ermordet wurde. Ich werde den Koffer, den er auf dem Dachboden gelassen hat, wegwerfen, bevor er noch Unglück bringt. Er hat einen Koffer auf dem Dachboden gelassen? Ja. Er sagte, dass er einige Dinge lieber nicht in seinem Zimmer lassen wolle. Könnte ich einen Blick darauf werfen, bevor ihr den Koffer wegwerft? Natürlich. Der Haken für die Falltür ist hinter euch. Seht euch den Koffer ruhig an. Und noch etwas. Hat Stefan Luca euch erzählt, in welche Gegend der Türkei er reisen wollte? Herr Luca hat mir den Namen der Stadt gesagt, aber ich habe ihn vergessen. Er klang wie Joghurt. Versucht bitte, euch zu erinnern. Es ist wichtig. Wie ärgerlich. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Vielleicht kennt Herr Peckmester ihn. Er ist in der Gaststube. Ihr solltet ihn fragen. Die Nadel fehlt. Es hat keinen Sinn, das Gerät zu nehmen, wenn ich es nicht bedienen kann. Hier ist der Koffer des Journalisten. Es steckt fest. Ohne die Kette passt Stefans Medaillon perfekt in die Aushöhlung. Ich bin mit einigen dieser Dokumente gut vertraut. Luca hat sie mir in der Gaststube gezeigt. Thank you.
genau liegt der Fuchsgipfel, der in dem Brief erwähnt wird? Dieser Briefumschlag und somit auch die Briefmarke fehlen. Das ist eine Tradition. Das tun wir immer, wenn jemand in einem Haus stirbt. Die Suche hat keinen Sinn. Hier ist niemand. Unseren Freund Stefan Luca hat ein trauriges Schicksal ereilt. Wisst ihr, warum er ermordet wurde? Vielleicht aus politischen Gründen. Stefan hatte seine Überzeugungen. Und das reicht schon aus, um Opfer einer Extremistengruppe zu werden. Nur den Sturm, sonst nichts. Nein, er hat nur gesagt, dass er dem Pfad des Drachen folgen wollte und dass dieser durch die Türkei verläuft. Wann habt ihr mit ihm gesprochen? Am Abend vor seinem Tod. Wir haben in der Gaststube zusammen etwas getrunken. Er war sehr aufgebracht. Seine Aussagen ergaben keinen Sinn, aber ich habe ihm zugehört, ohne zu widersprechen. Die meisten Chroniken berichten, er sei in der Türkei als Geisel gehalten worden und entkommen. Wo genau wurde er gefangen gehalten? Soweit ich weiß, wird das in keiner Quelle erwähnt. Nein, das ist doch lächerlich. Ihr nicht auch noch. Glaubt ihr etwa an Stefans verrückte Theorien? Es steht fest, dass er umgebracht wurde und das verleiht seinen Worten plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Freut mich, euch zu sehen. Ich habe über den armen Stefan Luca nachgedacht. Schrecklich, was mit ihm passiert ist.
Ja, und da die Polizei nichts unternimmt, habe ich beschlossen, eigene Nachforschungen anzustellen. Ihr könnt auf meine Hilfe zählen. Vielen Dank. Um die Wahrheit herauszufinden, muss ich euch manchmal vielleicht etwas indiskrete Fragen stellen. Anscheinend ist alles noch hier. Ihre Kleidung, Ihre Bücher, Ihre Gemälde, Ihre Reiseandenken. Ich habe alles in den Schränken verstaut. Ich habe es nicht fertiggebracht, es wegzuwerfen. Und Ihre Vögel und Ihren Hund habe ich adoptiert. Oder besser gesagt, das Gegenteil war der Fall. Mitarbeiter der Vesnitschie-Stiftung haben den Haushalt erledigt. Sonst niemand, soweit ich weiß. Ich glaube, Martha hatte keine Angehörigen. Den Pfad des Drachen? Nein, davon habe ich nie etwas gehört. Ich habe nichts in der Art gefunden. In die Türkei? Natürlich. In der Schreibtischschublade liegt eine Karte. Einen Moment. Seht euch diese Zugfahrkarte an. Sie lag in einer Landkarte der Türkei. Seht euch die Karte an. Die Stadt Urgujurt, die auf der Fahrkarte steht, liegt im Norden der Türkei. Vielen Dank, Maria. Jetzt weiß ich, wohin ich gehen muss. Ich folgte Marthas Spuren und nahm den Zug nach Bukarest, dann nach Konstantinopel. Eine letzte Etappe brachte mich nach Urgujurt, in die Stadt, die Draculas altem Gefängnis am nächsten ist. Mein Führer brachte mich zum Rande einer Klippe mit höhlenartigen Zellen. Dieser düstere Ort wurde vor Jahrhunderten verlassen. Erdbeben haben die Treppen zu den Zellen zerstört. Da es unmöglich war, sie von unten zu erreichen, musste ich es von oben versuchen. Ein kurviger Pfad führte mich an den Rand der Klippe. Am Fuße einer Eiche habe ich ein Feuer gemacht, um mich zu wärmen. Jetzt muss ich hinunter zu den Zellen an der Seite der Klippe gehen. Ich gehe erst, wenn ich das Gefängnis gründlich untersucht habe. We'll be right back.